Hallo Leute, willkommen zum Mr. Angezeugt Spiel WWE Supercards. Ja, ich nehme das Video natürlich heute am Mittwoch von meinem Urlaub auf. Ihr seht es jetzt ein bisschen später. Die Road to Glory ist für mich neu da mit Kane als WrestleMania-Karte. Ihr werdet wahrscheinlich schon die meisten... wenn nicht schon sogar durch sein. Aber gut, ich drücke auf jeden Fall jedem die Daumen, dass er Endspurt noch die wirklich guten Karten, die er für sein Deck braucht, holen kann. Jetzt gucken wir mal, ich bin wieder in einem King of the Ring, bin aktuell in der 30. Runde und es steht 30-0, so soll das sein. Heißt, ich komme jetzt auf jeden Fall in das Finale, wir gucken mal, in die Endrunde komme ich auf jeden Fall. Wir gucken mal in die Terminpläne rein und rechnen mal. Jetzt haben wir 15.30 Uhr, es dauert noch eine halbe Stunde, also 16 Uhr. Kriege ich diesen Gegner? 17 Uhr, 18 Uhr, 19 Uhr, 20 Uhr, 21 Uhr, 22 Uhr, 23 Uhr, 24 Uhr, 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr. 4 Uhr, 5 Uhr, 6 Uhr ist ja ein perfekter Zeitraum, um mit dem King of the Ring fertig zu sein. Heißt, um 7 Uhr ist die Herausforderertruppe. Das erste Match, das zweite Match ist um 8 Uhr, das dritte Match um 9 Uhr. Ich muss jetzt mit dem dritten Match kalkulieren, wäre natürlich cool, wenn es kein drittes Match geben würde. 9 Uhr. 10 Uhr, 11 Uhr. Das kann ich noch mitmachen. ...12 Uhr bin ich schon weg. Also das heißt, ich gehe jetzt mal davon aus, weil hier war keiner dabei. Selbst der Patrick, der 28-2 steht, hatte bei unserem ersten Zusammentreffen komplett geboostet, also nicht nur trainiert, sondern auch wirklich, also nicht nur aufgefrischt, sondern auch alles geboostet und hat verloren. In unserem zweiten Runde war er so clever und hat alle Karten rausgenommen, hat nur gewöhnliche reingemacht, dass er sich halt die Energiekarten spart. Also, das heißt, ich denke mal, nach meinem Urlaub werde ich mindestens mal eine Survivor-Karte wieder begrüßen dürfen in meinem Deck. Ich denke jetzt nicht, dass ich hier gewinnen kann, wenn ich nicht da bin. Drei Matches, verliert mir Energie ohne Boost und so weiter, wird das alles ein bisschen zu eng. Aber ich denke mal, eine weitere Survivor-Karte sollten wir kriegen, weil, wie gesagt, 30-0. Ich glaube, wenn ich jetzt alles verlieren würde, würde ich noch in die Endrunde reinrutschen. Aber okay, sehr, sehr schön. Ich habe aktuell das 15.000er Belohnungsbild von John Cena. Ich muss mal hier gucken, ob ich trainieren muss. Gegen wen spielen wir als nächstes? Kommen wir gerade aus der Terminpläne, aber wir können trotzdem noch mal reingucken. Tja. Die Frage, ob wir trainieren müssen. Ach, wisst ihr was? Wir trainieren nicht. Warte, fällt mir im Herzen schwer, nicht zu trainieren. Darum trainieren wir. Dann haben wir wieder ein bisschen Ruhe. Und ich kann dann noch ein paar Matches mit euch machen. So, jetzt wollte ich aber als erstes mal mein aktuelles King of the Ring Deck mit euch anschauen, dass ihr einfach für die nächsten Wochen einfach auch mal meine Karten kennt. Für mich am Donnerstag wird es sich nicht lohnen zu spielen. Ich bräuchte die Stephanie, die könnte ich tatsächlich prohen, aber wenn wir mal rechnen, ich bräuchte, wenn ich jetzt sogar mit 10 Punkte spielen rechnen würde, brauchen wir hier 2, 6, 6 und 7 sind 13, 23, 25, 35, 45 und 49, 59 und 5, 64 Spiele, 64 Spiele und man kriegt 4 Spiele pro Stunde. Das heißt 64 geteilt durch 4, das sind 24, 6, 16 Stunden bräuchte man regulär dazu. Ich habe von 9 bis
12 Zeit, 3. Okay, da geht richtig Schotter rein. Und das für eine legendäre Karte macht jetzt keinen Sinn. Wir wollten aber in mein Deck. Und da gehen wir jetzt auch hin. Ich mache nochmal automatisch befüllen. So. Ich trainiere. Haben wir noch was zum Trainieren? Ein bisschen was. Dass wir einfach mal gucken können, wo stehen wir wirklich und was haben wir noch für Optionen. Ich meine, nur weil es ich jetzt die Woche nicht mitspielen kann, ist es trotzdem meine Top 16 oder meine Top 20 Karten, die ich auch halt für den nächsten King of the Ring dann schon mal bereitstellen kann. Also, was kann ich noch verbessern? Ich bin zufrieden mit meinem Deck, Survivor Plus. Wenn ich Hot Rod voll trainiert habe, denke ich, bin ich immer noch Survivor Plus. Alle anderen Karten hier sind voll trainiert. Ich habe noch die AJ als Survivor-Karte. Das heißt, die AJ ist ja ein bisschen besser wie die Nikki. Heißt, ein paar Pünktchen würde das auch noch bringen. Und ich habe den Hulk Hogan, der denke ich ist auch besser, also dass der es noch schafft hier mit ins Deck, wenn er voll auftrainiert wäre. Aber was anderes habe ich nicht, also heißt es, mein Deck ist Survivor Plus. Kurz vor Survivor Plus Plus. Nach meinem Urlaub habe ich direkt eine Survivor-Fusion am Start, das heißt, die werde ich dann starten nach meinem Urlaub. Das heißt, da kommt auf jeden Fall nochmal eine, also entweder halt ein Freddy, wofür ich mich sehr freuen würde, oder eine Karte, auch wenn es keine Fusion wäre, die mein Deck besser macht. Und, naja, die zwei, oder die eine Survivor-Karte aus dem King of the Ring, die kommt noch dazu. Tja, also ich denke, bis nächstes Road to Glory sind wir mindestens Survivor Plus. Ich werde natürlich weiter Gas geben und das Ziel sollte weiter sein, aber das werden wir nicht schaffen. Und jetzt machen wir einfach mal ein paar Kämpfe, weil ich brauche Energiekarten. 40.000 Siege und 5.000 Niederlagen, Respekt, gegen den Thomas möchte ich nicht spielen. Ich spiele gegen den Rath. Rath? Wie auch immer. Ja. Ihr könnt mir gern schon mal in die Kommentare schreiben, mehr wahrscheinlich um mich zu ärgern, wie läuft's bei der Road to Glory, ist es eine leichte, dann würde ich echt, naja, oder ist es so schwer wie die letzten beiden, ich wünsche natürlich jedem, dass er alles schafft, was das Ziel war. Es interessiert mich aber einfach so mal, haben sie was angepasst von den Stärken? Oder ist es wirklich so, wie ich letztes Mal gesagt hatte, wenn man Survivor Plus ist, kommt man ungefähr bis in die Mitte mit 5-Punkte-Matches bei Survivor. Und wenn man halt Legendär Plus Plus ist, kommt man bis dahin und so weiter. Darum würde mich interessieren, mit welcher Deckstufe ihr wie weit kommt. Einfach, dass wir da so und das ein bisschen für die nächsten Road to Glories auf dem Schirm haben können. Ist es wieder so eine leichte, wie jetzt zum Beispiel beim Hitman, wo man einfach durchmarschieren konnte, oder ist es wieder so eine schwere, wie die letzten beiden? Das würde mich interessieren. Und natürlich, wenn ihr Kane habt oder auch Ric Flair, es gibt ja einige Leute, die Ric Flair prohen können, habe ich schon gehört, bitte schickt mir trotzdem per Instagram Bilder. Also ihr könnt gerne alle weiterhin Instagram was rüberschicken. Wahrscheinlich ist es dann so viel, dass wir tatsächlich ein eigenes Video für Instagram könnte man durchaus machen, wäre eine witzige Idee, dass man ein Video für Instagram machen können, wo ich mir die ganzen Sachen, die ihr schickt, angucke, aber das werde ich mir dann noch überlegen, oder wir machen es halt dann nebenbei vom Stream. Ich bin gespannt über den Kane dann, wie er als Pro von den Werten ist. Er hat ja einen verdammt hohen Härtewert, 1401 ist er untrainiert und das hat keine PCC- oder RTG-Karte hatte einen Wert über 1400. Und darum, ich muss mal ganz kurz hier gucken, Härte. Und darum bin ich gespannt, was der dann voll hat, wenn der voll trainiert ist. Also darum würde ich mich freuen, wenn ihr mir da ein paar Sachen schickt. Und egal, auch wenn ihr was Gutes zieht oder mal euer Deck, haben mir ja schon einige geschickt, aber das entwickelt sich ja immer in der RTG. Goldbergs
wollen wir nicht. Wir nehmen mal den hier. Also da würde ich mich freuen, wenn ihr trotzdem schickt oder mir auch per Twitter schreibt, dann, damit ich auf dem Laufenden bin, wenn ich dann nächste Woche zurückkomme, dass ich weiß, was abgegangen ist, wer was gezogen hat und tja, wer mich mit meinem Deck überholt hat. Aber ich bin mir sicher, ihr werdet alle auch noch in Urlaub fahren und dann kann ich nämlich Gas geben und krieg euch dann wieder. Ich krieg euch. So, hier nehmen wir ihn. Oh, da bin ich gespannt. Aber er hatte einen Freddy Plessy schon draufgehauen. Das könnte ich gewinnen, weil ich nochmal geboostet. Ja, sehr schön. Und Tempo. Ja, Hot Rod, der Angeber, aber ich habe ihn auf WrestleMania. Ich könnte ihn... Eigentlich könnte ich ihn jetzt doch nochmal während dem Video auf Survivor ziehen. Das wäre doch nett. Viele haben gesagt, oh, wie war denn die Party, als du... oder wie bist du abgegangen, als du den WrestleMania... Hot Rod gezogen hast. Hier spiele ich gegen den Will mit 6400 Spielen. Und glaub mir, da bin ich wirklich abgegangen. Da war ich alleine hier und tja, aufgesprungen. Da ist meine Queenscreen im Hintergrund geflattert. Also da, das ist cool. Ich will gar nicht wissen, wie es ist, wenn ich jetzt hier nochmal einen ziehe und dann keine Ahnung, Cameron ziehe oder so, dass ich sie drohen könnte. Priest natürlich. Also Cameron ist die schlechteste, ich würde jetzt mal behaupten, die schlechteste WrestleMania-Diva. Trotzdem natürlich eine gute Karte auf meinem aktuellen Level, weil so viele Leute ja noch nicht die WrestleMania-Diven haben. Er connected schon mal nicht. Ich denke, das gewinne ich. Huh. Knappe Nummer. Es wäre schön, wenn ich jetzt mal zwei Energiekarten ziehen würde. Wie wäre es? Eine schon mal. Und ein Bad News Barrett. So, weiter. Angel V. Mit der... Dings Summer Ray, die recht schlecht ist. Ich glaube, mindestens mal bei Härte und... Also Kraft und Härte besiege ich sie. Ich mache Härteboost drauf. Hier dürfen die zwei ran. Sie connecten nicht. Darum sind wir da besser. Da kann er boosten, wie er will. Und ich hatte Tempo, ein Wick Hood. Sehr schön. Jetzt gucken wir nochmal. Ah, guck mal, hat gefaked. Aber ich finde faszinierend, dass sie besser ist als die Summer Ray. Aber es ist durchaus möglich, dass sie knapp besser ist. Oder mindestens mal bei den unteren beiden Werten müsste nämlich schon... Naja, ist egal. Hauptsache... Wir haben gewonnen. Hier spielen wir gegen Chris. Und hoffen, dass wir auch wieder noch ein paar Energiekarten ziehen. Und ich meine, ich kann ja nicht meckern. Ich habe ja gestern das Video, nehme ich ja am quasi Mittwoch auf für euch am Sonntag. Ich habe ja gestern Dienstag den WrestleMania Hot Rod gezogen. Okay, auch gegen die gewinnen wir. Darum kann ich nicht meckern, aber es wäre doch cool, was zu ziehen. Auch das sollten wir gewinnen, weil mit 4-7 ist hier der Roman Reigns. Da sind dann eigentlich nur die ganzen Pros besser. Natalia, da können wir bei keinem Wert mithalten, die ist überall besser. Aber die brauchen wir schon nicht mehr. So. John Cena und hier oben. Ich werde, wenn ihr das Video guckt, gemütlich am Strand liegen, mir die Sonne auf den Pelz scheinen lassen. Hier will ich eigentlich auch wieder gegen keinen spielen. Dann machen wir Shano und genießen, wie das Meer am Strand ja, rauscht, wie auch immer.
Und es wäre schön, wenn ihr ein paar gute Karten für mich einfach mitzieht. Ach, das, wenn das gehen wird. Natürlich eine Nummer cooler wäre, wenn ich am Strand liegen könnte und WWE Supercard spielen könnte, aber... Also hier haben wir die Cameroon, also auch hier ist Stärke und Härte, also Kraft und Härte nichts. Da gewinnt unsere WrestleMania, aber unten bei den Werten haben wir keine Chance. Kraft, Charisma, das genau kann auch der Brock nichts mehr machen. Und wieder 3-0 und zwei Karten. Keine Energiekarte und keine Energiekarte. Wir können noch einen Kampf machen. Wollen wir mal gegen Wish spielen? El Perverso. Gegen Maximus möchte ich nicht spielen. 17.000 zu 900. Ja, wir spielen gegen The Wish. Da weiß ich, dass ich nur bei Charisma aufpassen muss. Diva Charisma. Die Rosa Mendes hätten wir auch bei den oberen beiden Werten geschlagen, bei den unteren beiden nicht. Tag Team Charisma, das ist sehr schlecht. Ja, also, oh Gott sei Dank. Trotzdem zwei gute Karten, die auch connecten. Chris Jericho, Daniel Bryan, ich würde sie beide nochmal einzeln nehmen, aber trotzdem müsste ich das gewonnen haben. Einzeltempo, da mache ich mal Tempo, wobei ich weiß, nein, nicht, dass er noch John Cena oder sowas hat. Oder Dean Ambrose, dann haben wir verloren. Muss auch mal sein, wer war das jetzt? Wish, also ich weiß, ich spiele nicht mehr gegen Wish. Und für eine gewöhnliche Karte, Your Mom's a Man. Wir spielen Your Mom's a Man. Einfach weil er so frech war, kriegt er jetzt erstmal die Bestrafung. Oh nein, er bestraft uns. Ja, das ist so das nächste, was mir fehlt. Wirklich so ein WrestleMania, also ein Pro, weil die halt einfach deutlich besser sind wie meine Survivor Pros. Und die connecten, da würde ich sagen, haben wir eigentlich bei fast nichts eine Chance. Es lief am Anfang so gut. Jetzt nicht mehr. Das heißt, einen Kampf machen wir noch. Und, na gut, man kann auch bei einer Niederlage eine gute Karte ziehen. Das ist halt immer das Schöne. Und was ist unsere gute Karte? Die AJ nochmal. Hurra. Tja. Cena Taker. Dann spielen wir gegen Cena Taker. Einzeltempo. Entschuldigung, so. Ja, komm, nochmal so ein Bret Hart, was geht denn ab? Diva Charisma. Oh, eine ultra seltene Nikki Bella. Tag Team Kraft Tempo, machen wir Tempo Boost drauf. Die kriegen einen Abzug. Das wird eine ganz enge Kiste. Min, wir kriegen Bonus. Oh, eine WrestleMania Lana. Also ich würde jetzt mal sagen, die Nummer verlieren wir. Nee, haben wir nicht. Cool. Schwein gehabt. Und dann nehmen wir diese und diese. Und haben nichts gezogen. Aber wie gesagt, ich darf nicht meckern. Und ja, das war's für heute. Ich drücke, wie gesagt, die Daumen zur bei euch bei der Road to Glory. Schreibt mal unter das Video, wie es läuft, was ihr so gekriegt habt. Ob ihr noch was Cooles nebenbei gezogen habt. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut und bis dahin.